Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei King of Retail mit eurem Bobas. Heute verlassen wir mal den Laden, weil ich einfach mal schauen will in der Stadt, wie schaut es bei den anderen Läden aus. Wenn es jetzt natürlich überwiegend so ausschaut, dass alles gut ist, dann werde ich wieder hierher zurückgehen. Da fehlt halt wieder nur Bibberle, ne? Dann werde ich wieder hierher zurückgehen. Wir haben auf jeden Fall 31.000 in 12 Geschäften. Das ist natürlich schon heftig. Das ist das, ne? Genau. Also das ist hier der Boba Shop, den wir gerade besucht haben. Erwartete Umsätze sind 26.000. Müssen wir einfach mal abwarten, ne? Managerbonus, ganz klar. So, ich würde sagen, wir fangen wieder. Wir könnten eigentlich hier anfangen, ne? Wir schauen mal. Hier war ich vor 42 Tagen das letzte Mal, 43, 41, 40, 39 und ich glaube, dann bin ich hier rumgegangen. 39, 38, ja, da bin ich dann hier rumgegangen. Den da haben wir noch gar nicht. Da muss noch einiges gemacht werden, weil das ist ja unser Community Store. So, 27. Aber die machen eigentlich alle, wenn ich jetzt das so durchschaue, die machen eigentlich alle einen Gewinn, ne? Die sind alle im Grunde in den. Der Boba Shop, okay, der ist jetzt aber auch noch nicht so ausgebaut. Ist ja auch noch einer von den neuen. Wir haben schon minus 22% und trotzdem nur 3000 minus. Da haben wir ein Plus. Da haben wir ein Plus. Wahnsinn, ne? 40 Tage war ich jetzt nicht drin und habe schon minus 20% hier und mache trotzdem immer noch 12.000 Umsatz. Also was ich jetzt halt einfahre, ne? 22.000 Verlust natürlich wegen dem, dass ich schon lange nicht mehr da war. Hier auch, ne? Das ist, also gut, dann würde ich sagen, wir bleiben da. Wir gehen dann einfach nochmal hier rein, aber vorher gehe ich nochmal ganz kurz in den Konzern. Schwuppdiwupp, sind wir da. Wir schauen dann mal nach oben. So. Ich glaube, die sind ja alle ausgebaut, ne? Bis zum Anschlag. Ja, die sind alle wirklich bis zum Anschlag. So, wir haben 11 Punkte. Wir können das aber, ja. Also entweder nehme ich jetzt Hosen mit rein oder Schuhe. Aber ich würde sagen, ich nehme erst einmal die Hosen mit rein. Die Schuhe sind mir jetzt noch nicht so ganz wichtig. Die schalten wir frei. Perfekto, da brauchen wir dann wieder 10 Punkte, aber das wird laufen. So, da haben wir ja nur 10%. Wenn ich mir das jetzt so anschaue hier, ne? Tagesumsatz 72, Tagesgewinn 31.000, Gesamtumsatz, Gesamtgewinn minus, keine Ahnung, ist egal. Wir gehen auf jeden Fall immer schön stark ins Plus. Hier oben, wie gesagt, das ist ja der Community Store. Genau. Da könnten wir vielleicht morgen mal weitermachen. Ich muss mal schauen, weil den Einzelhandel muss ich ja auch noch machen. Jetzt nach dem Livestream habe ich natürlich nichts aufgenommen vom Einzelhandel. Das wäre normalerweise dann morgen die Folge. Muss ich mal gucken, für was ich mich entscheide. So, in die Stadt gehen. So, dann gehen wir natürlich wieder hierher. Zack. Dann brauchen wir natürlich. Jo. Er ist am Antraben. Dann passt es ja. So, wie ihr seht, es stehen noch immer keine Namen drin. Liegt einfach daran, dass ich den Livestream noch vor mir habe. Ich habe ja gesagt, in dem Pfad vorgestern habe ich ja gesagt, ich muss hier vorproduzieren. Aber irgendwie gefällt mir das nicht. Irgendwie muss ich das. Veränderung, zack. Irgendwie muss ich das mehr hier in die Mitte machen. So. Ist eigentlich auch so ein Bild, was man außen hinhängen könnte ans Haus, ne? So, okay. 390 Artikel wollen ausgepackt werden. Und das machen wir natürlich. Gut, dann schauen wir mal. Es muss natürlich einiges eingeräumt werden. So, hier soll ja der Dingsbums-Store rein, der mit den Klamotten. Von daher würde ich sagen, jetzt müssen wir mal gucken, welche ist es? Hier werden sie getrunken, haben wir schon. Hier werden sie gefunden.
geholfen. Hier werden sie. Das ist frei. Verdammt nochmal. Ich muss tatsächlich jedes Mal hier reingehen und das dann erstmal hier reingehen. Wo ist denn das? Ach, das ist noch beim Verkauf, ne? So, ich kann es fast nicht lesen. Das da. Hier werden sie gekleidet. So, nicht im Verkauf, sondern in keiner. Speichern. Dann gehen wir wieder auf Veränderung. Und hier werden sie gekleidet. Genau. So, und da würde ich sagen, da könnten wir auch ruhig ein bisschen grellere Farben machen. So. Mir gefällt das Bild übrigens sehr gut. So, wir machen hier einen Store hin für Klamotten. Gut, wir haben natürlich klamottenmäßig erst ein paar T-Shirts hier drin, ne? Das ist ganz klar. Aber wir können jetzt natürlich auch Hosen machen. Was natürlich hier cool ist, wir können wirklich vor dem Laden dann auch so Aufsteller hinmachen. Solche Dinger hier. Oh, das müsste ungefähr. Warte mal, ich stelle mich da hin, dann sehe ich das besser. Ja, so ungefähr. So, zack. Und dann müsste das eigentlich auch passen. Jo, genau so als Eingangsdingsbums. So. Es muss natürlich hier auch irgendwo eine Kasse hin. Das wäre dann die nächste im Bunde. Aber die möchte ich jetzt noch nicht stellen. Also machen wir mal erst Kleidung. Wir machen jetzt erstmal ein paar Hosen. Dann machen wir so ganz normale Hosenstände erstmal. Ich platziere die jetzt einfach nur mal. Ich denke mal, dass wir mit 3 Stück da ganz gut zu Potte kommen. Vielleicht machen wir dann auch solche Schränke. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja, weil die kann man da hinten so eine Shirtwand machen oder was weiß ich. Mal gucken. Thank you. Zack. Und zack. So. Da könnte man dann solche Hänger hermachen. Thank you. Weiß nicht, vielleicht. Warte mal, man könnte aber auch. Schuhe kann ich halt noch nicht, ne? Zack. Schön nah ran. Ich glaube, das ist ganz nah. Weil wir können noch keine Schuhe machen. Das wäre halt noch genial, ne? Da irgendwie so ein Schuhregal mit reinzumachen. Wir könnten aber auch. Das braucht einen Abstand, ne? Warte mal, wie viele von den Dingen gehen denn da hin? Gehen da noch 3 Stück? Das könnte sein, oder? Dass das hingeht. Ich muss die nur schauen, dass ich die wirklich sehr eng aneinander mache, sodass wir im Grunde gar keinen Platz mehr haben. Nee, es geht leider nicht. Das geht nicht. Aber ist egal. Dann hänge ich die eben so ein kleines bisschen weiter auseinander. Machen wir. Ja, keine Ahnung. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, könnte ganz gut gemittelt sein hier. An der Stelle. Mal gucken. Weil ich will es ja schon vernünftig machen hier, aber ich glaube, das ist zu weit nach links, weil ich den da nicht so weit weg bekomme vom Schrank. Jawohl, es geht schon, oder? Ich weiß, die sind jetzt nicht hundertprozentig, aber ich denke, das haut ganz gut hin. So, dann haben wir hier Aufsteller auf jeden Fall für Hosen. Das gleiche eine hier auf der Seite, nur nicht zu weit ran. Wo habe ich das ungefähr? Oh, warte mal. Dann mache ich das ganz einfach zur Orientierung. Ich gehe ungefähr auf die gleiche Höhe. Und 2 weg. Na, wenn ich hier bin, 1, 2 weg. Dann müsste das ganz gut einigermaßen symmetrisch sein. So, geh mal ein bisschen vor noch. 1, 2. So. Wo geht's denn da hin überhaupt? Ach so, da. Okay. Dann Kleidung, Hosen. Könnte man nochmal so einen machen? Den stelle ich jetzt allerdings so hin.
Ah, das passt doch ganz gut mit dich. Das ist doch nicht einmal schlecht. Was könnten wir noch machen? Da könnten wir vielleicht da mal solche Aufsteller machen. Wenn ich jetzt dazu mal rangehe, dann kann ich nichts mehr an die Wand klatschen. Und da würde ich auch noch gerne irgendwas an die Wand klatschen. Klatsch, klatsch. Mal, dann machen wir das hier. Das ist ja mittig von der Tür, ne? So. Und dich stelle ich hier in die Reihe. Und dann mache ich nochmal einen länglichen. Hi, spare 2 seconds. Ja, das passt. Excuse me. Thank you. So, die Kasse würde ich gerne hier in die Ecke klatschen. Von daher wären vielleicht hier vorne nochmal vielleicht 2 Hänger nicht schlecht. Ich mache jetzt einfach 2 Stück daher. Hey. So, kassemäßig würde ich sagen, thanks. Ja, die hier. Eigentlich finde ich die ganz gut für so einen Shopladen, also für so einen Klamottenstore. Zu nahen anderen Objekten, weil ich es zu weit hinten hatte. Ne? So, dann können wir da noch ein bisschen verrücken. Vielleicht so hin. Das vielleicht, ich darf mich nicht verwirren lassen von den Linien, die da an der Wand sind. Yes. Gut. Dann könnte man da nämlich auch vielleicht nochmal ein Schuhregal oder sowas hinmachen. Ich denke, das ist doch schon mal ganz gut eingerichtet. So. Das ist ja wurscht, ob Shirts oder Hosen. Jawohl, da geht auch noch was hin. Ja, warum nicht, ne? Da an die Stelle. Dann könnten wir noch so einen Aufsteller hinmachen. Nein, können wir nicht. Da können wir auch nicht. Also dann machen wir den hier gegenüber hin. Der gehört natürlich schon zum Store, das ist ja klar, ne? Kann man hier im Grunde so ein bisschen hoch Raum lassen, warum nicht, ne? Obwohl, ich will ja einiges anbieten, ne? Zack. So. Meint ihr, das ist zu viel? Hier wird es bestimmt ein Gerammel geben. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es hier ein Gerammel gibt. Vielleicht machen wir das Ding auch noch mit nach außen. Die vor dem Shop Verkaufsfläche. Ja, da gibt es dann wieder Ärger mit dem Ordnungsamt, weil man sich zu weit von seinem Laden entfernt. Was ich da schon gehört habe von Ladenbesitzern. So, müsst ihr jetzt da durchlatschen, hä? Ja, komm. Eigentlich egal. Eigentlich egal, aber irgendwie möchte ich es trotzdem auf eine gewisse Art und Weise passend haben. Das gehört einfach mit zu dem Laden dazu und fertig. So, was bestelle ich jetzt für den Laden? Das ist jetzt eine gute Sache. Warte mal, du bist schon total durch. Du gehst bitte mal nach Hause. Auch wenn wir fast Feierabend haben. Du gehst bitte auch mal nach Hause. Gut, das reicht nämlich. So, schauen wir mal. Haben wir denn noch Oberteile auf Lager? Nein, Hosen haben wir sowieso nicht, Oberteile haben wir auch nicht. Na, das ist ja schon mal toll, ne? Weil die Oberteile, die wir haben, die sind ja im Grunde alle verbaut. Gut, dann mache ich einmal die Wanddeko. Das ist ja einmal das da. Wobei ich nicht weiß, ob ich das hier mache. Ob ich das nicht farbig dann so ein bisschen vielleicht dunkler mache. So als bisschen Kontrast. Genauso dann vielleicht die Ecke so ein bisschen anders. Könnte man vielleicht auch das hier noch so ein bisschen anders machen. Oh, warum nicht, ne? Ja, mir gefällt die Kombination von diesen zwei Farben ganz gut. Das etwas dunklere und das bisschen hellere. Und dann könnten wir das da noch machen. Den Eingang machen wir hell. Dann die Ecke. Und die Ecke und dann noch das da. So, und dann Farben gespeichert. Die helle bitte. Zack. Mich noch ein bisschen beeilen.
bevor der Laden wieder ganz zumacht, bevor ich rausgeschmissen werde aus meinem eigenen Einkaufszentrum. Verdammt. Ja, doch. Hat was. Hat auf jeden Fall was. Mir gefällt es gut. Also das Blau, das gefällt mir. Da muss ich natürlich das dann noch ein bisschen rüberschieben, so dass wir mittig sind hier. Ich glaube, das ist ganz gut. So, schließen. Wir gehen einmal auf unseren Computer. Wir ignorieren alle Mails, fühlt sich krank. Wir machen unsere Mindestlagerbestellung hinzufügen. Wir gucken mal ganz kurz durch. Weil gerade bei den Shirts ist es ja jetzt halt schon so, da habe ich immer nur 5 oder 4. Warum nur 4? Warum nur 4? Achso, ja klar, ich bestelle ja nach. Ich bestelle ja eine Mindestlage. Haben wir jeweils 5 immer, ne? Ja, okay, machen wir mal. Artikel bestellen, bitte. Dann würde ich sagen, wir gehen auf Mindestlage, gehen auf Kleidung, auf Hosen. Und wir machen in diesem Shop nur La Fashionable. Ja, und vielleicht auch noch ein paar andere, aber Moment, was war das? Ich glaube Streetlife, oder? Was war denn das? Nein. Casual? Fun and Games war es, ja. Diese kurzen Hosen, die immer wieder für mich ausschauen, als wären es kurze Röcke. Okay. Also die würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Das sind auch neue, ne? Weil die hier hatten wir auf jeden Fall schon. Ich glaube, die das sind neu. Oder habe ich die nur nie ausgewählt? Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Mir gefallen die Farben ganz gut. So, wir nehmen mal 2 davon. Dann hätten wir schon mal einen Aufsteller. Dann nehme ich diese 4 Stück. Das wäre der 2. Aufsteller. So, das sind dann auch jeweils erstmal 5. Mir geht es jetzt nur darum, dass ich die erstmal rein sortiere. Später kann ich das immer noch ändern. So, dann La Fashionable, ganz klar, müssen wir auf jeden Fall mit reinnehmen, weil das soll ja ein Fashion Store sein, ne? Das ist klar. So, dann nehmen wir diese 2 hier. Das schaut mir aus wie so, wie heißt es, Buntfaltenhosen? Keine Ahnung. Machen wir mal die da. Die schauen eher aus wie so Schlafanzughosen. Oder nicht? Also es schaut voll nach Pyjama-Hose aus irgendwie. Nein, die tue ich nicht rein. Noch mehr kurze Hosen brauche ich nicht. Warte mal, gehen wir nochmal auf Streetlife. Dann machen wir eben da noch ein paar Jeanshosen von Streetlife. Das ist doch egal. So, die 2. Wir nehmen da 2. Wir nehmen dann 2 so zerrissene, und die etwas hellere und die dunkle. Dann nehmen wir noch die da. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel mir später fehlt. So, weil das ist ein Aufsteller. Das ist der 2. Aufsteller. Ist ja egal, ob da kurze und lange dranhängen. Das ist egal. So. Dann Oberteile. Oberteile, wir gehen La Fashionable haben wir noch gar nichts, Active Sport auch nicht, Casual haben wir nur die roten, Streetlife haben wir nur die roten und Fun and Games haben wir ganz viel. Also La Fashionable. Wir haben so ein paar Wandhänger, jetzt muss ich echt überlegen, wir haben glaube ich 4 Wandhänger. Da würde ich sogar sagen, wir nehmen, warum nicht diese Kragenhemden da. Das hat einen weißen, ne? Weiß. Nicht weiß. Okay, warte mal. Wir machen diese hier. Das wäre auf jeden Fall schon mal bei den hinteren Hängern, die an der hinteren Wand sind, 4 Stück in der oberen Reihe. So. Und dann können wir, genau, warum nicht, diese hier unten drunter hängen. Liebe das Blaue da. So. Eigentlich ist es egal, ne? So. Dann hätten wir schon mal die 4 Hänger da hinten. Dann die Polo-Shirts. Da würde ich sagen, wir machen mal diese 4. Die könnten dann zum Beispiel
vor dem Laden an so einem Hänger sein. Mal schauen, ob ich es dann wirklich da hinhänge. Und da haben wir gleich 6 Stück davon. Das heißt, wir könnten hier 3 von den Wandhängern voll machen. So, halt. 5 bitte. 5 mal. So. Dann schaue ich noch bei Active Sports, dass wir da zumindest, ich sag mal, 4 Stück haben. Also die hier eventuell, weil wir haben hier hinten die Wandschränke auch noch, ne? Und da stehen links 2, rechts 2. Dann könnten wir zum Beispiel Sporthemden auf die eine Seite machen und auf die andere Seite dann halt noch irgendwas anderes. So, wir haben weiß-schwarz. Ich würde sagen, nehmen wir noch blau und grün dazu. Dann hätten wir die eine Seite. So. Und wir könnten auf die andere Seite dann mal gucken, da haben wir nur diese hier. Da könnten wir T-Shirts reinmachen. Einfache T-Shirts. 2, das weiße noch. 3. Und das da. 4. So. Gut. Dann hätten wir das. Es wäre auf jeden Fall schon mal etwas. Ne? 214 Artikel hinzufügen, kaufen. So, dann können wir die nämlich auf jeden Fall dann da reinpacken in das Ganze. So, wir müssen natürlich erst einmal wieder schauen, ob wir hier irgendwelche Punkte zu vergeben haben, weil ein paar sind ja. So, die Chill hat auch 2 Punkte, jawohl. Die werden wir auch noch voll kriegen. Dann haben wir den Ahmed. Ja, so langsam wird's, ne? Langsam, aber stetig. Dann den Frederick. Machen wir mal die Prozente weg. Und noch jemand? Nein. Gut, wir schauen drauf. Wir haben 4, 4, 4. Jo. Das passt eigentlich, ne? Da haben wir 4. Da haben wir 4 und 4. Gut. Wiederbefüller, solange ich da tagsüber immer jemanden da habe, ist das gut. Verkäufer, ja, in der Spätstunde, doch, haben wir schon genug. Wir haben genug Leute. Doch, das ist okay. Dann könnte ich ihm vielleicht sogar freigeben. Nein, kann ich nicht. Der wird mir dann am nächsten Tag halt ausfallen vielleicht, aber gut, ist mir jetzt egal. Der hat halt noch keinen freien Tag, ne? Das ist ja das Blöde. Okay, dann kriegst du einen freien Tag, aber dafür stopfe ich den Frederick jetzt komplett in die Spätschicht. So, dann passt es auf jeden Fall. Marketing sowieso klar, passt. Bestellt haben wir, Werbung ist mir jetzt egal, wir gehen in den Laden. Jetzt sind wir auf jeden Fall groß, mega Markt oder was weiß ich, wie das Ding heißt. Nee, doch nicht. 20.000 Gesamtgewinn, ja, das passt doch. Gehen wir zum Laden. Gehen wir zum Laden. So, und dann warte ich jetzt mal auf den Harry und pack den Scheiß aus. Und dann ist das gut. Moment. Ach, das mache ich dann, wenn er wieder weg ist. Dann hänge ich so ein bisschen die Sachen um. Jo. Lass es einfach auch zur Wand passt. Na komm, Harry, trapp an, Mensch. So, dann wollen wir mal weitermachen. Jetzt müssten wir ja alle Sachen da haben. Gut, hier hinten hatte ich ja die ganz speziellen Hemden vorgesehen. Genau, diese hier nämlich. Und zwar oben rein die, unten drunter dann diese hier. Und es gehen ja immer 5 Stück rein, also das ist ideal. So, dann schauen wir mal, was wir schwarz haben, genau. Bei den anderen Farben wird es natürlich ein bisschen schwierig. Mal schauen. So, dann haben wir zum Beispiel ja, das Graue und das Orange zum Beispiel. Können wir zusammenpacken. Ist ja auch egal. Man könnte natürlich jedes Hemd separat machen. Ne? Das wäre ja auch möglich. Aber nee, das will ich dann doch nicht. So, dann haben wir die hier.
Zack. So, dann sind die Hemden schon mal gut. So, dann kommen hier die T-Shirts rein. Dann machen wir weiß und grau. Und schwarz und grau, blau. So. Ja, das ist doch gut. So, hier kommen die Sportshemden rein. Ah, das ist ja perfekt. So, dann machen wir hey, got a second. Links schwarz, rechts weiß. Und hier machen wir dann ja, links grün, rechts blau. Thanks. So, zack. Thanks. Gut. Dann haben wir die Hosen. Mal gucken. Kleidung, Hosen. Da könnte man jetzt eigentlich, warum nicht, ne? Die vier Jeanshosen zum Beispiel reintun. Drei, na, die machen wir da drüben. Hey, a little help. Das dahin, so. Oder? Ja, das passt schon. Doch, das passt. Eigentlich ist es ja auch total Rille, ne? Total. So. Du winkst schon wieder, weil du an der Wand irgendwas gesehen hast, oder wie? Die manchmal durch die Dingsens schauen. So. Die hätten ich gesagt. Warte mal. Ja doch, warte mal. Wir machen auf die 1 und die 2. Das ist gegenüberliegende Seite. Machen wir die zerrissenen. Und die 2 machen wir dahin. Thanks. Warum habe ich die? Hey. Habe ich die nicht fünfmal? Warte mal. Was ist jetzt da? Habe ich die nicht so häufig auf Lager oder was ist los? Hi. Spare 2 seconds. Einmal auf Lager? Einmal mindestens. Die habe ich nicht umgestellt. So was Blödes. Ne? Ist ja gut, dass mir das jetzt halt auffällt. So. Dann Kleidung, Hosen. So, da passen halt 4 Stück jetzt drauf. Da würde ich dann tatsächlich die bunten Sachen drauf machen. Und zwar diese 4 Stück hier. Obwohl, warte mal. Nee, das passt schon. Die 4 machen wir dahin. Hey, a little help. So. Dann könnten wir. Thank you. Genau, dann machen wir die gestreiften, mache ich auf die 1. Die mache ich auf die 2. Eigentlich egal, ne? So, zack. Hey, have a minute. Obwohl das gar nicht passt, ne? Das passt nicht. Wieder rauslöschen. Tut mir leid, da mache ich dann lieber die langen Dinger hin. Zack. Zack. Da habe ich auch nur eine, meine Güte. Thank you. Dann machen wir jetzt halt mal, wie viele? 5 Stück? Nee, da passen doch mehr rein, ne? Warte mal, das muss ich gucken. Excuse me. 9 Stück passen da rein. Alter. Dann machen wir eben hier 9 Stück und 9 Stück. Wir machen den Verkaufspreis von 27. Wenn wir da so viele haben, ne, dann kann man da schon ein bisschen was machen. So, wir können. Was können wir denn dahin machen? Vielleicht. Hey, a little help. Vielleicht die da. Die könnten wir daher machen. So, zack und zack. Hey, a little help. Rein damit. Hey, a little help. So, dann haben wir nochmal bunte. Das ist noch einiges, ne, an Aufstellern. Hey. Schauen wir mal, Kleidung, Hosen. Da habe ich jetzt nur noch die bunten. Dann könnte ich da, ja, doch, warum nicht?
Machen wir das eine Design, machen wir dahin. Thank you. Zack. Hey, a little help. Da noch die anderen beiden. So. Gut. Hey, have a minute. Warum nicht? Eigentlich wollte ich irgendwas außen hinnehmen. Ich glaube, die T-Shirts oder so. Ich weiß es nicht. So, hosenmäßig haben wir nichts mehr. Hey. Oberteile haben wir noch einiges. Ach, genau, da wollte ich die Dinger hinhängen. Ne? So, hier passen eher lange Hosen noch hin. Da würden eher noch T-Shirts hinpassen. Kleidung, Oberteile. Da könnten wir doch noch die mit dem... Hi. Den Kragen machen. So, rein damit. Thank you. Passen da mehr rein? Thank you. Ne, 5 Stück sind's. Doch, das passt schon. So. Dann haben wir hier noch Oberteile. Warte mal dazu. Hey. Eigentlich wollte ich, glaube ich, die mit den Streifen dahin machen, ne? Ist egal. Ist total egal. Ich habe jetzt auf jeden Fall 6 Stück insgesamt. Da könnten wir ja im Grunde so die Angebotsdinger hier hin machen, oder? Dann machen wir mal Oberteile. Wir haben 6 Stück. Wir haben hier 3. Das heißt, es würde auf jeden 2 Farben passen. Also können wir auf die 1, die 2, die 3... Vier. Hey, have a minute. Genau. Und dann machen wir nämlich da gleich mal 10 Stück draus. Zack. Und hier auch. 10 Stück. Ja doch, ich mach jetzt erst einmal 10. Ne? Aber wir können hier auf jeden Fall irgendwie so rabattmäßig was machen. So, zack. Passt. Excuse me. Wie die immer durch die Wand greifen. Chill geht nach Hause, warum? Hey. Marina, du kannst auch nach Hause gehen, auch wenn wir dann... Tschüss, Chill, bis morgen. Wenn du nicht zufälligerweise krank sein solltest. So, Oberteile. Zack, 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 zack. Rein damit. Hey, can you help me? Dann machen wir auch hier wieder... Und wir machen hier auch 10. So. Excuse me. Und dann Feierabend, okay. Geh halt mal weg. So, Rabatt. Da machen wir jetzt 15%. 10%, 15%. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich das schaffe. Wahrscheinlich nicht. Kleidung, Oberteile. Ich mache die dahin, die dahin. So, einmal zurück, einmal befüllen. Einmal deinen Stift hier. 10 und da. 10. Und dann machen wir hier auch noch einen Preisrabatt. Machen wir auch 10%. Das passt. So, dann hätten wir 3 Rabattaufsteller. So, ich habe noch 2 lange und einen von dem Vierer. Also 8 Kleidungsstücke brauchen wir da noch, dass es passt. Jo. Gut, gut. Fortsetzen, schließen. Wir gehen dann direkt einmal an den Computer. So. Fühlt sich krank. Sowas aber auch. Aber es ist nicht die Chill, die gegangen ist. Bestellungen, Mindestlager. Gut, einmal bestellen bitte. Dann gehen wir hier nochmal auf Mindestlager. Kleidung. Ich mache Oberteile. Und zwar machen wir jetzt Streetlife ein paar Jacken noch mit rein. Wir könnten innen auf den Hänger zum Beispiel Jacken hinmachen. Die hier und zum Beispiel die hier. 5, 5, 5, 5. Gut.
Und außen auf den Hänger, da passen ja 4 T-Shirts drauf. Da sollte klar sein, was da hinkommt, ne? Wenn ich sie finde. Hallo? Achso, da oben sind sie. Okay. Aber da habe ich nur 3, ne? Na gut, aber ist egal. Wir machen die 1. Achso, die habe ich ja schon, ne? Moment, dann machen wir hier 10 Stück. 10 Stück. 10 Stück. Und dann kommt noch der hier mit rein. Und dann machen wir auch 10 Stück. Nee, da brauche ich ja dann nur 5. 5 Stück. Gut. Ja, Mindestlage hinzufügen. Dann haben wir da noch mal. Jawohl. Gut. Passt. Damit ist das Zeug bestellt. Und wir können es beim nächsten Mal dann auch einfüllen dementsprechend. Jo, aber bevor ich jetzt dann das hier noch mache mit den Mitarbeitern und so weiter. Morgen, wie gesagt, ist Livestream. Da werden wir den Einzelhandel wieder besuchen. Und dann geht es hier quasi weiter am Freitag. Freitag und Samstag dann wieder hier im Konzern. Und Sonntag wieder Einzelhandel. Also das mache ich ja immer im Wechsel. Einzelhandel sollte immer Donnerstag und Sonntag kommen. Okay, gut. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich über Kommentare und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.